Zwerchfell ist ein Begriff, der aus dem Altgermanischen stammt. Zwerch steht für quer, Muskel und Sehne, die quer durch die Körpermitte gehen. Wichtig ist, weil da auch viele Bewegungsmuskeln durchgehen, Venen, Arterien, Nerven, die Speiseröhre. Die Altgriechen nannten das Zwerchfell auch Sitz der Seele. Warum, das erkläre ich dir später. Jetzt wollen wir das Zwerchfell erstmal begreifen. Nimm eine Hand nach unten an das Brustbein, den sogenannten Schwertfortsatz, und drücke leicht nach hinten. Die andere Hand kommt auf die oberen drei Lendenwirbel. Und von hier aus kannst du die wichtigste Zwerchfellübung machen, die es überhaupt gibt. Atmen. Dabei bewegt sich das Zwerchfell. Einatmen bis tief in den Bauch. Das wird Zwerchfellatmung genannt, aber auch gleich Bauchatmung. Und dann gibt es noch die Ausatmung. Und dabei entspannt sich das Zwerchfell nach oben. Die zweite Übung ist, dass du unter dem Rippenbogen hineingreifst und da entspannst. Die Muskulatur, die ist oft sehr verspannt. Massiere da. Übung Nummer 3. Du gehst jetzt einfach mit deinen Fingern zwischen die Rippen seitlich und befreist sie quasi. Und jetzt erkläre ich dir auch, warum das Zwerchfell von den alten Griechen Sitz der Seele genannt wurde. Es ist in der Mitte, die berühmte Mitte. Es ist wichtig zum Wohlfühlen und es ist auch mit dem Psoas, dem Seelenmuskel, verbunden. Der Hüftbeuger. Das heißt, wenn du dich nicht wohlfühlst, krümmst du dich so ein bisschen, weil der Hüftbeuger dann zusammenzieht. Und dein Zwerchfell, du kannst nicht mehr so gut atmen. Wenn du aber gut atmest und dein Zwerchfell befreist, dann bist du kein kleines, krummes Seelchen mehr, sondern ein großes, befreites Seelchen, was in seinem eigenen Glanz wächst und wächst. Sei und bleibe entspannter, leistungsfähig.